Willkommen zu unserer Schülerinnen und Schülerpressekonferenz anlässlich des Klimaschulkongresses am 14. November in der Franz-Stock-Realschule in der Sellegemeinde Hövelhof. Wir freuen uns Sie, liebe Journalistinnen und Journalisten, Jens Redeker von der Neuen Westfälischen, Axel Langer vom Westfälischen Volksblatt sowie Tim Görsmeier von Radio Hochstift hier bei uns zu begrüßen. Mein Name ist Mia Mock, ich bin 14 und in der 9B. Mein Name ist Erna Liebmeier, ich bin auch 14 und in der 9B. Mein Name ist Lorena Blume, ich bin auch 14 und gehe auch in die 9B. Und wir sind erstmalig Schülermoderatorinnen. Danke für die Unterstützung dieser Schülerinnen und Schülerpressekonferenz hier an unserer Schule, durch die Westfalenweser als Förderer und natürlich unsere Schule selbst und alle beteiligten Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler, die uns diese Veranstaltung ermöglicht haben. Herzlich willkommen, Herr Gödicke, der die Westfalen-Weser Hauptförderer des Klimaschulkongress vertritt. Herzlich willkommen, Herr Pucker, der uns als Klimaschutzmanager der Sendegemeinde Hövelhof bei unserem Klimaschulkongress unterstützt. Vielen Dank, dass Sie diese Veranstaltung möglich machen und heute unsere Schülerinnen und Schülerpressekonferenz unterstützen. Wir begrüßen jetzt außerdem Frau Hessmer, die unseren Schulleiter Herr Weltschmeier heute vertritt. Und Markus Tenkow, Geschäftsführer von Get People, nachhaltige Kommunikation, seit 10 Jahren Planung und Umsetzung von Schülerinnen und Schülerkongressen und Veranstalter der Premiere hier in Hövelhof. An dieser Stelle auch ein Danke an die über 15 Kooperationspartner und Netzwerke, die die Veranstaltung mitgestalten. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Herr Tenkow erklärt Ihnen jetzt kurz, was unter einem Schülerinnen- und Schülerkongress zu verstehen ist und was das Besondere am Klimaschulkongress in der Sendegemeinde Hübloff ist. Ja, hallo. Also die Hauptdarsteller, wie ihr jetzt auch alle feststellt, sind Schüler. Das Konzept ist ganz einfach, Schülerinnen für Schülerinnen, ich muss das ja alles gendern. Und das heißt, wir haben hier zum Beispiel in der Regie den Pascal. Clemens. Kürzname Pascal. Wir haben in der Moderation unsere drei Schülermoderatorinnen. Wir werden an den Kameras bei der Veranstaltung Schüler haben, die das Ganze filmen. Es ist ein Clip geplant, da komme ich gleich noch beim Programm drauf zu sprechen. Das Ganze wird also von Schülern für Schüler gemacht und die Erwachsenen sind wirklich nur Unterstützer. Das ist die Philosophie. Und wir haben das Format gestartet 2012 in Bremen im Multiplex-Kino. Das war der erste Schülerkongress der Nachhaltigkeitsschultag. Da sieht man noch mit dem Fahrrad eine junge Mitarbeiterin, die da langrad. Das war noch ein Fernsehmoderator, der es moderiert hat. Aber hier im Go-Park beim ersten Präventionskongress, den es gegeben hat mit 2x500 Schüler, es gab also eine Zusatzveranstaltung, da ging es um Sucht mit Workshops. Da sind wir in die Disco gegangen mit dem Format und auch dort haben die Schülerinnen moderiert. Ähnlich im GOP, Varietätheater in Bad Oeynhausen, das Thema Depression, Schulangst mit Theresa Enke unter anderem von der Robert-Enke-Stiftung. Auch hier war das Thema für die Schülerinnen, die das moderiert haben, Ängste, psychische Krankheiten. Hier die Behind-the-Scenes-Aufnahme vom ersten Schülerkongress in Rheinland-Pfalz, in Germersheim, wo zwei Fernsehsender sogar dabei waren, RTL und SWR. Und die Schülermoderatorinnen haben mit den Fernsehredakteuren die Interviews geführt. Also Schüler in der Hauptrolle. Über 18 Schülerklimagipfel, über 80 Schülerkongresse vom Bodensee bis Sylt, auch während der Corona-Krise. Und innerschulisch gibt es den sogenannten Klimaschulkongress. Und den Piloten gab es vor Corona 2019 bei uns in Bad Salzuflen in Lohfeld, natürlich ein Schülermoderator, übrigens von einer Realschule. Das finde ich auch ganz toll. Das Konzept ist bei dem Klimaschulkongress ganz einfach. Wir fragen, was ist das Problem? Der Klimawandel auf globaler Ebene. Danach fragen wir, was bedeutet das für unsere Region? Also Klimawandel und Klimafolgenanpassung. Hier direkt in der Sendegemeinde Hövelhof. Auch da gibt es einen Experten dafür. Ja, und das Wichtigste, wir wollen ja Hoffnung, wir wollen ja die Chancen nutzen, sind die Klimaschutzlösungen für die Schülerinnen. Und die Klimaschutzlösungen der Gestalt zum Beispiel die Green Jobs, die es jetzt gibt, aber auch Solar, Geothermie und Ähnliches.
hier ein Bild von eurer Schule hier. Wie gesagt, und dieser Klimaschulkongress in dieser Form, den gab es wirklich noch nie, weil wir hier viele Dinge haben, die es noch nie vorher gegeben hat. Das ist wirklich einzigartig, deshalb gibt es auch diese Pressekonferenz. Was es nämlich noch nie gegeben hat, ist ein internationaler Klimaschulkongress, unter anderem unterstützt über das Erasmus-Programm mit der Schule Institute Eugenie Sama, ob das richtig ausgesprochen ist, in Barcelona. Das können uns gleich die Schülerinnen, die Schüler-Auslandskorrespondentin in Barcelona sagen. Dann haben wir eine Schule in Dänemark, die in Ørsted Skole. Auch das können die Dänen besser, das hören wir dann beim Klimaschulkongress am 14.11. Und dann gibt es noch in Island, Reykjavik, die Ingunnar Skule, die Lautschritte, die ich dazu schreiben soll. Das hat es wirklich noch nie gegeben, das ist wirklich neu. Und um Ihnen das Ganze mal vorzustellen, gibt es jetzt mal eine Programmvorstellung, aber die wird auch anmoderiert. Um Ihnen allen einen Einblick zu verschaffen, wie das Schwerpunktthema Schülerinnen und Schüler der Hauptrolle und Klimaschutz unseren Schülerinnen und Schülern beim Klimaschulkongress am 14. November vorgestellt wird, bitte ich jetzt Herr Tenkhoff, uns das Programm kurz vorzustellen. Also was wir hier als Bild sehen, ist eine Fotomontage. Das sind unsere drei, ich muss wirklich sagen, die jüngsten Schülermoderatorinnen ever. Wir haben also noch nie den Durchschnitt von 14 Jahren gehabt. Das in Kombination mit einer Realschule. Wir haben leider mehr Gymnasien als Realschulen, aber jetzt sind wir auf der großen Aufholjagd. Und also das Ganze macht uns, die daran beteiligt sind, auch meinen Mitarbeitern unglaublich viel Spaß, weil 14-Jährige, die hier die Moderation so beherzt übernehmen und eine Pressekonferenz geben, das gab es noch nie. Wir haben einen Wetterfrosch dabei, den Meteorologen Friedrich Fürst. Der wird das Wetter abgrenzen gegenüber dem Klimawandel und wird unter anderem auch das Wetter der Zukunft vorstellen. Wir haben hier eine Wetterkarte mit der Freigabe von, ich glaube, das ist Sat.1, für das Jahr 2050. Der Fritz Fürst wird also einen Originalwetterbericht bringen und wird uns allen erklären, warum die Erderwärmung fortschreitet, warum dahinter die Physik steht. Also wir wissen ganz genau, was im Jahr 2050 passiert. Wir haben weiterhin geplant, einen Programmpunkt, wo wir einen Experten haben hier aus dem Bereich Klimaschutz. Das ist der Moritz Bucker, der Klimaschutzmanager, der zum Thema Klimafolgen für Hövelhof und Anpassung den Interviewfragen Rede und Antwort steht. Dann gibt es eine Live-Schaltung in den Wald. Das macht ein Ranger aus Frechen, den schalten wir rein. Thema Waldsterben. Als Live-Komponent quasi unterstützt der Herrn Bucker. Dann gibt es einen Schülervortrag, und zwar den sogenannten CO2-Footprint. Da werden die Schülerreferentinnen hier in der Realschule noch nominiert und den Schülerinnen wird erklärt, was es mit dem Fußabdruck auf sich hat. Das ist ja so das Maß aller Dinge. In Afrika liegt er bei einer Tonne, in Deutschland liegt er über 9. Was ist der Grund? Das erklären die Schülerreferentinnen. Ja, und was dann kommt, das wollen wir mal als lebendes Beispiel präsentieren. Und ich bin mal gespannt auf die Anmoderation. Jetzt kommt Original Barcelona. Jetzt kommen wir zu unseren jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und live via Zoom von unserer Erasmus-Partnerschule aus Spanien. Dieses Konzept wird am 14.11. erstmalig unter dem Namen Students Around the World zusammen mit weiteren Partnerschulen umgesetzt. Damit wir uns auch alle verstehen können, wird das Interview heute als Vorschau und beim Klimaschulkongress auf Englisch ablaufen. Now we would like to welcome our foreign student correspondents from Barcelona to interview them live via Zoom. Hello to Clara, Hannah and Ayman. Can you hear me? Yes, I can hear you. How are you? Very good. Thank you. And you? I'm good too. Thank you. We are happy that you are here today to answer our questions. How old are you? I am 14 years old. And which school and grade are you in? We are in the 9th grade of Eugenie Chamart High School. What is the weather like today? The weather today is sunny and windy with 20
And when did you first hear about climate change? At primary school, we hear from the first time that we study climate change and we did some projects about it. And is the topic of climate change discussed in class? We talk about it, but it's enough because it affects to our daily life. So it isn't enough. Okay, and what is the CO2 footprint of Spain? The CO2 footprint in Spain is 5.5 CO2 a year tons, but the range in which the carbon footprint of the person in Spain is between 3 and 4 tons CO2 a year. Okay, and what are the consequences of climate change in the environment? The most important consequence in our daily life is the extremely weather. Like, for example, for a whole month or even 2 months, it doesn't rain, and suddenly it starts raining and causes flooding and damage crops. What are the consequences of climate change in your everyday life? Okay. Nowadays, more and more politicians in our region are putting laws to protect our climate change, especially with the issues of water. And what actions are taken for climate protection in your region? In our school, we have in our school we have a cycling competition between classes, which consists of putting each week in the correct thing. At the end of the week, we check the winners and we announce it. And my last question, are there projects for participation outside of school? Yeah, outside of school, we do various projects, like such as recycled cooking oil, and we also do, we have a battery competition which consists of bringing all the batteries that are no longer useful from home, and at the end of the year, we make a comparison between all the schools. At the end of the year, we also make a collection of plastic rings, and we can find it in the supermarket. Okay, then I would say thank you very much for taking the time for our interview. A big round of applause and many greetings to your school from Germany. Wir freuen uns jetzt auf unser erstes Interview mit unserer stellvertretenden Schulleiterin, Frau Hessmer. Lorena, ich muss einfach kurz dazwischen grätschen. Es fehlen noch 2-3 Punkte. Ganz kurz, ich bin noch nicht ganz zu Ende mit der Präsentation. Das war jetzt Students Around the World. Dann kommt der Beitrag, was können wir hier tun, mit Sascha Göllicke. Und dann gibt es das Green Picture, ein Schülerin-Smartphone-Clip, was hier noch gedreht werden soll in der Realschule. Und das ist das Abschiedsbild hier in der Schule mit allen Akteuren auf der Bühne, mit Foto und Video. Und jetzt geht's gleich an eine ganz andere Stelle. Schau mal einen Hinweis. Und zwar erstmalig wird diese Veranstaltung, die ich gerade vorgestellt habe, für die Erwachsenen abends um 17.30 Uhr in etwas abgewandelter Form. Das heißt, wir hoffen, dass wir 2-3 Lehrerinnen aus dem europäischen Ausland, aus Island, Barcelona bzw. Dänemark, reingeschaltet bekommen. Und die werden natürlich wieder von den Schülermoderatoren interviewt. Also abends, weil die Schülerinnen natürlich abends nicht noch arbeiten sollen, ist geplant, dass wir die Lehrerinnen mit reinnehmen. Also das gleiche Programm in etwas abgewandelter Form für Eltern der Schülerinnen, Großeltern, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hövelhof
Auch das hat es noch nie vorher gegeben. Eine weitere Premiere. Und jetzt geht das Interview los. Okay, Ihre Schule hatte die Ideen, das Event für Schülerinnen und Schüler, den Klimaschulkongress, mit den Erasmus-Schulen umzusetzen und am Abend als Elternklimaabend zu präsentieren. Wie kam es zu dieser Idee? Zu der Idee kam es eigentlich durch Herrn Pucker, der eine E-Mail geschrieben hat an unsere Schule. Und Herr Welschmeier hat das dann ins Kollegium getragen und die Erdkundefachschaft mit Frau Schindewolf und die Erasmus-Plus-Koordinatorin Frau Bümmelburg und Frau von Gernert, ja, haben sich natürlich interessiert gezeigt, weil das ja auch sowohl im Unterricht Thema ist, als auch des Erasmus-Plus-Projektes. Und was versprechen Sie sich von der Premiere? Also zum einen verspreche ich mir, dass sichtbar wird, was hier in der Schule schon gemacht wird und was wir weiterhin tun. Ich verspreche mir davon Impulse für ein nachhaltiges Miteinander auf europäischer Ebene, auch durch die zusätzlichen Experten. Und wir möchten natürlich auch auf den Klimanotstand, aber auch auf die Chancen zur Klimarettung weiterhin aufmerksam machen. Okay, und gibt es etwas, worauf Sie besonders gespannt sind? Gespannt bin ich auf den internationalen Austausch und auf den Elternabend, weil wir da nochmal eine andere Ebene erreichen, neben den Schülern und den Kollegen. Und ich bin gespannt, ob es uns gelingt, noch mehr Menschen für dieses Thema zu sensibilisieren. Okay, dann vielen Dank, dass auch Sie sich die Zeit für unsere Schülerinnen und Schüler Pressekonferenz genommen haben und das Event unterstützen. Sehr gerne. Ja, jetzt freuen wir uns auf Moritz Pucker, Klimaschutzmanager von der Sendegemeinde Hövelhof, der als Impulsgeber mit seiner Nähe zur Region für alle Fragen der Schülerinnen und Schüler offen ist und die Veranstaltung unterstützt. War das Thema anthropogener Klimawandel Thema in Ihrer Schulzeit? Tatsächlich, obwohl ich ja auch erst seit 10 Jahren aus der Schule raus bin, muss ich sagen, war Klimawandel gar nicht so sehr Thema in meiner Schulzeit. Es ist zwar im Erdkundeunterricht mal angerissen worden, dann aber tatsächlich eher in sehr fachlichen und sehr abstrakten Ansätzen und ohne den örtlichen Bezug. Also nicht so, wie ihr euch jetzt hier mit dem Thema auseinandersetzt. Okay. Sie sind Klimaschutzmanager. Wie wird man Klimaschutzmanager und was sind die größten Herausforderungen? Klimaschutzmanager ist halt tatsächlich noch ein recht neuer Berufszweig, sage ich mal. Es ist nicht klar definiert. Mittlerweile kann man auch tatsächlich dazu eine Ausbildung machen. Ansonsten ist das wirklich sehr breit gefächert. Ich habe Kollegen, die sind Psychologen, ich habe Kollegen, die sind Geografen, ich habe Kollegen, die sind im Gebäudebereich unterwegs. Das ist wirklich sehr breit gefächert. Und das Entscheidende ist, was man braucht, um Klimaschutzmanager zu werden, ist einfach die Motivation und die Überzeugung, etwas für den Klimaschutz zu tun. Und da liegt halt dann auch die große Herausforderung, trotz dessen, dass man verschiedene Widerstände dann doch hat, was umzusetzen, einfach immer motiviert an dem Thema dran zu bleiben und nach Dinge umzusetzen. Und warum unterstützen Sie bzw. die Stadt Hövelhof den Klimaschulkongress? Das ist einfach ein super Format, um sich als Schülerinnen und Schüler mit dem Thema Klimaschutz auseinanderzusetzen, um Bewusstsein für den Klimaschutz zu schaffen, aber auch um eine noch breitere Aufmerksamkeit auf das Thema zu legen und auch zu zeigen, was ihr schon dafür tut. Welche Rolle spielen Sie bzw. die Sendegemeinde Hövelhof bei der Organisation und Durchführung der Veranstaltung? Ja, wir haben ja gerade schon gehört, dass quasi der Impuls von uns gekommen ist. Ansonsten unterstützen wir natürlich gerade von der fachlichen Seite her das Ganze und haben ja auch zur Pressekonferenz die Einladung weitergeleitet. Das ist halt vor allen Dingen das, wo wir uns mit einbringen, der fachliche Teil. Welche Themen sollten aus Ihrer Sicht auf dem Klimaschulkongress schülerorientiert angesprochen werden? Ich glaube, dass es wichtig ist, zum einen zu schauen, was bedeutet eigentlich Klimawandel? Wo liegt Klimawandel vor? Wo sieht man es schon bei uns? Dass man sich einmal bewusst macht, was es ist, aber dann vor allen Dingen auch aufzeigt, welche Lösungen haben wir, welche Möglichkeiten haben wir und wo haben wir vielleicht auch schon Erfolge erzielt, um einfach die Motivation aufrechtzuerhalten, noch weiter auf diesem Weg zu gehen. Was versprechen Sie sich von dem Motivationsevent, zum Beispiel Ziele? Und was waren Ihre ersten Gedanken, als Sie von dem Konzept hörten?
Das erste Mal, als ich davon gehört habe, habe ich gedacht, das ist eigentlich genau das passende Format, um sehr niederschwellig in das Thema einzusteigen, um dann zu schauen, was lässt sich darauf aufbauen. Und es ist einfach die Sensibilisierung nochmal für die Thematik und dann eben auch zu schauen, wie kann es weitergehen. Und gerade durch die Ergänzung, die jetzt ja hier an dieser Schule mit dem Elternklimaabend noch stattfindet, sehe ich einfach auch, dass es weitergetragen wird in noch mehr Generationsschichten hinein. In der Sendegemeinde Höfloh wird erstmalig ein von uns Schülerinnen moderierter Klima-Elternabend umgesetzt. Was sind Ihre Überlegungen zu dieser Premiere? Gibt es Anknüpfungspunkte, zum Beispiel Dialog, Angebot im Anschluss oder Workshops? Also ich hoffe natürlich, dass man erstmal die Diskussion innerhalb der Familien anregen kann und dann natürlich stehen wir jederzeit für Anregungen und dergleichen offen. Wir führen ja gerade auch verschiedene Projekte durch, wo dann auch noch wieder Öffentlichkeitsbeteiligung zu laufen werden, wie beispielsweise der kommunalen Wärmeplanung. Und da werden wir natürlich auch im Nachgang noch weitere Angebote entwickeln, vielleicht auch gerade darauf zugeschnitten, was sich aus diesem Klima-Elternabend an Gesprächen gegebenenfalls noch ergibt. Meine letzte Frage wäre, wenn Ihnen an einem Abend eine Fee begegnet und Ihnen die Erfüllung von 3 Wünschen anbietet, welche 3 Wünsche würden Sie an die Fee richten? Ja, das ist natürlich schon eine etwas schwierigere Frage. Ich glaube, wichtig wäre der Mut zur Veränderung, was wir einfach brauchen. Es ist einfach gerade viel in Veränderung, auf vielen Ebenen brauchen wir Veränderung, aber eben auch die Zuversicht, dass wir was schaffen können und da einfach, dass man da einfach weiter vorankommt. Ja, dann vielen Dank, dass auch Sie sich die Zeit für unsere Schülerinnen und Schülerpressekonferenz, den Klimaschulkongress und ersten Klimaabend nehmen und unsere Schüler und Schülerinnen damit unterstützen. Als weiteren Interviewgast bei unserer Schülerinnen- und Schülerpressekonferenz zur Vorstellung des Klimaschulkongresses und Klimaelternabend am 14. November begrüßen wir jetzt den Vertreter des Hauptförderers der Veranstaltung, Sascha Gödicke von der Westfalen-Weser. Hallo. Herzlich willkommen, Herr Gödicke. Sie arbeiten bei der Westfalen-Weser. Was sind die Aufgaben bei der Westfalen-Weser? Also meine Aufgabe, ich bin der Leiter der Kommunalberatung, das heißt, Westfalen-Weser hat eine eigene Abteilung, die dafür zuständig ist, energiewirtschaftliche Fragestellungen mit den Kommunen, mit auch Schulen zu besprechen, zu beraten und dort im Endeffekt fachlich zu unterstützen. Das ist im Endeffekt meine Aufgabe, mein Team zusammen. Alle reden vom Treibhauseffekt. Wurde der Treibhauseffekt in Ihrer Schulzeit erklärt und können Sie den Treibhauseffekt mit 2 Sätzen erklären? Jetzt wird es natürlich schon gefährlich, ne? Klausurrelevant. Also ja, ich kann mich daran erinnern, dass das bei mir, ich bin jetzt leider schon etwas länger aus der Schule raus, dementsprechend hinke ich da vielleicht auch ein bisschen bei den Antworten hinterher, aber ich weiß, dass ich damals schon, es gab ein Computerspiel, der schon wirklich den Klimawandel in seiner Endstufe, wo dann wirklich alles schon zerstört war, schon thematisiert hat. Das war ein tolles Spiel. Aber ich weiß, dass ich mich damals eben nicht mit den Konsequenzen beschäftigt habe. Das war, glaube ich, irgendwie von Greenpeace, glaube ich, ein Spiel, wo man dann auch die Meere tot waren. Und also war alles sehr, sehr negativ ausgerichtet, aber es war ein tolles Spiel. Jetzt, wo wir jetzt so 30, 40 Jahre fast weiter sind, wenn ich das mal so sagen darf, macht es mir natürlich schon Sorge, dass wir da mehr oder weniger diese Wissenschaftler, die ja schon seit mehreren Jahrzehnten warnen, ja immer mehr Recht bekommen. Und dass im Endeffekt ja durch den steigenden CO2-Anteil, der im Endeffekt eine hohe Wärmespeicherung hat, eben im Endeffekt die Atmosphäre sich immer weiter aufheizt und wir damit im Endeffekt diesen Klimawandel haben. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Obwohl ich Umweltingenieurwesen studiert habe, aber ich gebe zu, das ist auch schon ein paar Tage her. Also im Groben und Ganzen durch zusätzliches CO2 steigt der Energiegehalt in der Atmosphäre und dementsprechend haben wir dann auch die steigenden Temperaturanstieg. Ich hoffe, das war eine 4+. Das war deutlich besser. Dankeschön. Puh. Was war Ihr Lieblingsfach in Ihrer Schulzeit und welches Fach machten Sie gar nicht? Ja, ich habe Umweltingenieurwesen studiert. Ich gebe aber zu, Mathe war trotzdem nicht mein Lieblingsfach. Geschichte war ja, tut mir leid. Ich habe aber trotzdem nachher ganz gut hingekriegt. Ehrlich gesagt war mein Lieblingsfach wirklich Geschichte, weil man da immer schon das Ergebnis wusste. Ne? Man wusste, was im Endeffekt passiert ist. Das hoffe ich mal, dass wir das in 2100 vielleicht nicht auch sagen müssen. Wir wussten ja, was kommt. Also ich fand die Geschichte immer sehr spannend, finde ich immer noch. Ist ein Privat, finde ich das auch immer noch sehr interessant. Und dementsprechend war das mein Lieblingsfach.
Warum unterstützen Sie die Westfalen-Weser, den Klimaschulkongress und den Klimaelternabend? Also wir unterstützen ja schon sehr lange mit Herrn Tenkhoff dieses Format. Wir sind natürlich genauso wie Herr Pucker in der kommunalen Familie. Wir haben eben den großen Auftrag, weil wir haben den Auftrag unserer Kommunen, wir sind im Eigentum der Kommunen, eben zu unterstützen, zu lehren, hier in der Region zu wirken. Und dieses Format, wie Herr Pucker schon sagte, ist ein tolles Format. Wir sind da sehr begeistert von, unterstützen das natürlich finanziell, aber auch fachlich, weil wir einfach beeindruckt sind, wie hier Schülerinnen und Schüler dieses Format aufziehen, diesen internationalen Austausch doch dabei, das Aufzeigen und dieses Motivieren und nicht immer alles nur kaputtreden oder schwarz malen, sondern auch anregen. Das finde ich ein sehr schönes Format und unterstützen wir gerne und unterstützen wir auch schon wirklich sehr lange. Sie sind Experte als Interviewgast von uns Schülermoderatorin am 14.11.2023. Welche beiden Themen sollten aus Ihrer Sicht auf dem Klimaschulkongress unbedingt thematisiert werden? Ja, nicht ganz uneigennützig würde ich natürlich wirklich Green Jobs nochmal ansprechen wollen. Als Energieversorger sind wir mit der, wir tragen nachher die Last im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man da mal auf Strom sich bezieht. Also wir müssen nachher mit den Kommunen zusammen diese Energiewende, diese Wärmegewinne gestalten. Das wird immense Herausforderung sein. Wir werden immense Personal- und Ressourcenbedarf haben. Das heißt, wir brauchen die Dächer auf den öffentlichen Gebäuden, im privaten Gebäuden, die müssen alle voll sein mit Photovoltaik. Aber irgendeiner muss das auch steuern, irgendeiner muss diese Energie auch lenken, leiten und verwalten. Und das wird eine immense Herausforderung sein. Wir werden da viel Intelligenz brauchen, wir werden viel Kupfer dafür brauchen in der Erde, also neue Kabel legen. Das müssen Menschen machen, das werden lange keine Maschinen machen können. Und dementsprechend haben wir natürlich auch Interesse daran, über solche Formate, auch eben über sehr interessante Jobs in der Industrie, in der Energieversorgung, im Handwerk zu informieren, zu berichten, damit wenn in einigen Jahren, 14, also 2, 3 Jahren geht es dann los mit der Ausbildung oder mit der Weiterbildung, dass ihr dann vielleicht auch überlegt, schaue ich doch mal bei Westfalen-Weser auf der Webseite, ob die nicht neue Auszubildende suchen. So, das war der Werbeblock. Genau. Das zweite Thema, wenn ich das noch sagen darf, und das finde ich immer sehr schön, wie das in diesem Klimaschulkongress gemacht wird, die Angst nicht zu verlieren. Das sind ja beängstigende Aussagen und wenn man so die ganzen Viren in der Tagesschau heutzutage hört, da kriegt man ja schon Angst. Aber ich finde immer wieder, gerade Fridays for Futures hat es immer sehr gut gezeigt, man muss laut sein, man muss seine Stimme erheben, vielleicht nicht unbedingt im radikalen Wege, aber man sollte auch schon mal gegen den Strom schwimmen und aufzeigen, dass es so nicht weitergeht, die Mut nicht zu verlieren und zu sagen, man kann noch was ändern. Und das ist, finde ich, immer, wir sollten nicht aufgeben, weil das gibt's, ist eigentlich keine Option. Was ist aus Ihrer Sicht die größte Herausforderung, wenn es um den Klimaschutz geht? Erstmal A, dass wir vielleicht die Übersee, also das Ziel verlieren. Wir haben jetzt, wenn man jetzt gerade mal wieder hört, so mit Ukraine und Israel, sind so viele Katastrophen, dann hatten wir noch Corona, dann kam, es werden auch noch andere Katastrophen kommen. Aber wir dürfen das große Ziel dürfen wir nicht verlieren. Und war selber mal Klimaschutzmanager, damals 2015, als diese große Flüchtlingswelle kam. Da habe ich selber erfahren müssen, Herr Gödicke, da haben wir jetzt wirklich gerade keine Zeit für. Wir müssen jetzt hier 150 Flüchtlinge dieses Wochenende versorgen, was vollkommen in Ordnung ist. Das ist ja auch wichtig. Aber in dieser großen Welt ist eben nachher das große Problem, wo nachher alle Probleme mit zusammenhängen, der Klimawandel. Und das sollten wir nicht verlieren, das Ziel sollten wir nicht verlieren, sollten wir nicht vergessen. Und das ist eigentlich die größte Herausforderung, da zu sagen, fokussiert euch auch auf den Klimawandel und nicht nur auf die, ich will es nicht gar nicht, das soll gar nicht abwertend sein, aber eben die Nebenschauplätze, die dann auch immer wieder auf uns einbrechen werden. Vielen Dank an Sie, dass Sie heute bei der Schülerinnen und Schüler Pressekonferenz mitgemacht haben und auch am 14.11. mit dabei sind und uns unterstützen. Wir freuen uns. Gerne. Nach unseren Fragen an Herrn Gödicke, Herrn Pucker, Frau Hessmann und unsere Schüler-Auslandskorrespondentinnen
freuen wir uns auf Ihre Fragen, liebe Journalistinnen und Journalisten. So. Ja, wenn es von Ihrer Seite keine weiteren Fragen mehr gibt. Oh, jetzt war Gas. Ihr habt den Job so toll gemacht. Das war euer Applaus, euer Kompliment. Eine Frage wäre ja zum Beispiel, wenn man so ein Green Picture Video dreht in der Schule zum Thema Klimaschutz oder Klimawandel. Hättet ihr da vielleicht eine Idee? Gibt es ein Projekt hier an der Schule, was läuft? Ich habe also vor einer Schule da so viel gehört, was hier gemacht wird. Ein Projekt wäre zum Beispiel die Vorbereitung vom Klimaschulkongress. Da könnt ihr auch ein Reel drehen, 90 Sekunden. Vielleicht habt ihr da eine Idee oder Westfalen-Weser hat ja auch jede Menge, nicht eigene, aber Windenergie ist ein großes Thema, da könnte man auch ein Video drehen. Habt ihr da vielleicht eine Idee zu? Jetzt ist das schon wieder Schule, ja. Du liebes. Aber du bist auf jeden Fall gesetzt in der Regie. Das steht schon mal drei am Anfang auch so, das haben wir gemerkt. Ne? Sophia, die ist 18, die hat gerade ihr Abi gemacht und hat die betreut, euch drei. Und dann merkte man schon in der Vorbereitung, in der Videokonferenz, war schon angespannt, ne? So ein bisschen. Ne? Und dann hat sich das gelegt. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Erfahrungen, die wir bei allen Schülerinnen machen. Also nicht nur bei den Moderatorinnen, auch bei den Producern, also wenn einer filmt oder wenn jemand die Kameras bedient, am Anfang immer ein bisschen Angst. Und dann kommt der Sprung ins kalte Wasser und dann fällt man nochmal auf die Nase. Also ich falle jeden Tag mindestens zweimal auf die Nase und dann muss man wieder aufstehen. Und das haben die drei gemacht. Das war eigentlich der wichtigste Sprung so für einen persönlich. Und ich würde mir unheimlich wünschen, bei dieser Veranstaltung, wenn wir die vorbereiten, auch für die Eltern, dass der oder diejenige unter euch vielleicht noch ein bisschen mitgestaltet, einfach was ausprobiert und sich selber ausprobiert und dann vielleicht so eine Luisa wird oder so eine Greta. Ich habe die Luisa Neubauer gestern getroffen und habe ihr auch eine Einladung in die Hand gedrückt. Und ich weiß noch, wie sie die erste Bundespressekonferenz gegeben hat. Das ist 3-4 Jahre her. Und da war die ein bisschen älter als ihr drei. Und jetzt war sie gestern an der Uni Mainz und hat da eine Speech gehalten. Das war der totale Wahnsinn. Und ihr drei habt so die Eintrittskarte ja schon gezogen. Und ich höre von ganz vielen Schülermoderatorinnen, da gibt es ganz viele, auch in Rheinland-Pfalz, oben auf Sylt und so weiter, die das ähnlich gemacht haben. Und wenn die sich dann bei der Westfalen-Weser vorstellen, beim Recruiting und erzählen, was sie gemacht haben, dass sie Filme gedreht haben für den Klimakongress oder dass sie zum Beispiel als Referentin den Fußabdruck erklärt haben oder moderiert haben, dann sagt die Personalleiterin oder Leiter, was dürfen wir bezahlen? Das sind so die Erfahrungswerte. Also das wäre toll, so die Motivation an euch, dass die eine oder der andere unter euch vielleicht noch mitmacht, unterstützt in der Bildregie und auch den Sprung ins kalte Wasser macht. Und dann ein bisschen schwimmt und dann macht das Ganze richtig Spaß. Ja, wenn es von Ihrer Seite aus keine weiteren Fragen mehr gibt, würden wir sagen, vielen Dank an Sie, liebe Journalisten und Journalistinnen. Außerdem von der Neuen Westfälischen, vom Westfälischen Volksblatt sowie von Radio Hochstift. Dass Sie heute bei unserer Pressekonferenz dabei waren und ein großes Dankeschön an alle, die dabei waren und unsere Veranstaltung fördern.
Außerdem ein großes Dankeschön für Ihre Unterstützung und Teilnahme an unserer Schülerinnen- und Schülerpressekonferenz. Wir sehen Sie dann bei unserem Klimaschulkongress am 14.11.2023 hier an unserer Realschule. Ich hätte vielleicht noch eine Bitte, was jetzt nicht unbedingt inhaltlich thematisch ist, aber ich würde gerne ein Foto machen. Mit allen, die vorne auf dem Podium sind, ich denke, dem Kollegen ähnlich gehen. Geil. Gehört auch immer so. Macht ihr euch auf Stumm? Ach du Liebe, seid immer erstmal ab. Lassen Sie das mal. Okay, könnt ihr genau einmal in die kleine Kamera, das kleine Vögelchen, das nicht zwitschert. Super. Okay, Herr Pucker, auch zu mir bitte. Herr Würdige, Sie machen das schon ziemlich gut. Super. Soll ich im Hintergrund die Schüler in Barcelona mit reinnehmen? Das geht gerne, ja. Ja, immer Bescheid sagen. Bitte einmal alle schauen. Clara, Hannah und Eamon, do you hear us? We are just taking some pictures with you for the print media as well as the radio. So please, cheese. You are very welcome. Okay. Good. So, thanks a lot. See you later. We see each other in the next video conference in order to prepare the climate school conference as well as the parents' climate evening. And then we see you in November the 14th. Bye-bye to Barcelona. Bye-bye.